Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play unterwegs in Düsterburg. Jau, beim letzten Mal sind wir ins Schloss endlich eingedrungen und wir observieren gerade so ein bisschen die Situation. Quatsch. Observieren? Na egal, ihr wisst, was ich meine. Den Raum hatten wir noch nicht. Dann lass uns doch mal hier umschauen, was hier so Sache ist. Hallo, mein Hübscher. Ihr seht aber zum Anbeißen aus. Leider hat uns Vanni Schnutz verboten, an seinen warmblütigen Gesinde zu knabbern. Vanni Schnutz? Na, der Herzog eben, mein Süßerle. Ihr müsst wissen, er und ich, also wir standen uns früher wirklich sehr nahe. Schön zu wissen. Sagt, seid ihr auch zu diesem Fest eingeladen? Aber sicher, mein Guter. Hat man euch das etwa nicht gesagt? Also für organisatorische Dinge hat Vanillein einfach kein Händchen. Ach, da habt ihr sicher recht. Nun, wir haben noch einiges zu tun. Wir sehen uns dann auf dem Fest, Verehrteste. Sagt, ist die Schminke auch richtig verteilt? Ihr wisst ja gar nicht, wie schwer das Leben für eine Dame ist, so ganz ohne Spiegel. Ihr seht ganz hingerissen aus, Gnädigste. Hingerissen? Wohl eher hinreißend. Naja. Hä? Ich hab nichts gesagt. Euch hat jemand angenagt? Diese jungen Vampire von heute können sich aber auch gar nicht mehr beherrschen. Nein, mein Herr, niemand hat versucht, mich zur Ader zu lassen. Vergesst es einfach und macht weiter wie bisher. Sie saugten euch ganz leer? Na, dafür seht ihr aber noch recht frisch aus. Frisch und rosig aus, mein Junge. Entschuldigt, aber das führt zu nichts. Ich mach mich jetzt wieder aus dem Staub. Taub? Nein, mein Junge, ich bin nicht taub. Ich bin nur ein ganz klein wenig harthörig. Wenn du das sagst. Ah, wunderbar. Dass Warnfried endlich mal ein paar Diener nach seinen Gästen sehen lässt. Ich habe eine Beschwerde vorzubringen. Was drückt euch denn? Warum habe ich kein Einzelzimmer bekommen? Oder wenigstens eins mit ein paar etwas jüngeren Zimmergenossen? Mit diesen Mumien hier kann man ja keine vernünftige Konversation betreiben. Sie denken nur noch an Blut und ihr missratenes Äußeres, sofern sie überhaupt noch zum Denken fähig sind. Wir kümmern uns darum. Tatsächlich? Ich hoffe, es klappt noch, bis die Fete steigt. Da, Warmblüter. Genau das, was ich jetzt brauche. Ein ordentlicher Schluck Lebenssaft, um in Stimmung zu kommen. Moment mal, wir sind zu viert und wissen durchaus, uns zur Wehr zu setzen. Bitte, ich will doch nichts Böses, nur ein paar Tropfen. Nichts da, aus, ab ins Körbchen. Na gut. Grandy, seht euch doch diese gepuderten Gestalten an. Diese Kluft, diese Perücken, das wäre doch eine hervorragende Tarnung. Endlich mal wieder ein Vorschlag von eurer Seite, den ich auf Anhieb verstehe. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir ihn in die Tat umsetzen. Entschuldigt bitte, Gnädigste, aber wir müssen euch leider an die Wäsche. Aber jederzeit, mein Schnuckelchen. Boah. Olle Tucke. Ja gut, dann rocken wir die Scheiße mal. Olle Tucke, alter Knacker, halbe Mumie und ein Blutsauger. Ah, die Ropfen war doch weg, die zwei, drei, vier. Vier Leute sitzen. Jetzt muss ich nur wieder überlegen, bei Vampiren, was war da nochmal der? Flammenschlag. Machen wir einfach mal Flammenschlag. Tanz der Sonne. Olle Tucke. Und Sternschauer. Entschuldigung. Da hat's mich überkommen. Ja. Ah. Ist die olle Tucke schon mal weg? Das ist sehr gut. Dann knacken wir jetzt den alten Knacker. Wir knacken den alten Knacker. Ja, ja. Ah, Feuer scheint auf jeden Fall ganz gut zu wirken gegen die Viecher. Nein, er hat's überlebt. Komm, stirb.
Noch einer. Komm, jetzt aber. Stirb! Oder, naja, sterben kann er ja nicht. Tod! Jawohl, so muss es sein. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Oh, Dankwart, du alter Narr. Was habt ihr? Wir können diese Blutsauger auf diese Weise nicht besiegen. Sie haben sich in Nebel verwandelt und ruhen jetzt wieder in ihren Särgen. Ja gut, dann machen wir die Särge eben auf und geben ihnen den Rest. Wenn das doch nur so einfach wäre. Und dafür bräuchten wir einen Pflock aus frisch geschnittenem Eschenholz. Das mit dem frisch geschnittenen Eschenholz ist vielleicht auch nur Aberglaube, aber geweiht sollte er schon sein. Hätte euch das nicht früher einfallen können? Ich glaube kaum, dass wir so etwas hier finden werden. Und was sollen wir jetzt tun? Eins ist sicher. Sobald die Biester in ihren Kisten eine Weile geruht haben, werden sie wieder rauskommen und die Wachen alarmieren. Ach, das müssen wir verhindern. Habt ihr da nicht irgendeinen Trick auf Lager? Nun, es gibt da einen alten Aberglauben. Wenn man den Blutsaugern ein paar Reiskörner in den Sarg streut, befällt sie das Verlangen, diese zu zählen. Angeblich können sie den Sarg erst dann wieder verlassen, wenn sie alle Reiskörner fertig gezählt haben. Hört sich albern an. Aber wir haben keine Wahl. Reis wird es ja wohl hier irgendwo zu finden geben. Ja gut, wo schaut man als erstes, wenn man Reis sucht? Ich schätze mal in der Küche. Oder eher im Vorratskeller. Weniger in der Küche. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt da runter. Denn wir hatten ja schon Reis gefunden. Wir haben ihn ja sogar schon angeklickt gehabt. Und zwar ist er hier. Ha! In diesem Krug ist so viel Reis gelagert, da zählen die alten Knacker noch in 20 Jahren dran. Ja, hoffentlich. Aber ich muss zugeben... Moment, speichern erstmal kurz. Ich muss zugeben, ich habe von diesem, von dieser Sache mit dem Reis noch nie irgendwo was gehört. Also, unterwegs in Düsterburg nimmt ja schon relativ viele Vampir-Klischees oder Untoten-Klischees an sich. Aber von der Sache mit dem Reis habe ich noch nie irgendwo was gehört oder gelesen, muss ich zugeben. Da ist unterwegs in Düsterburg das Einzige. Na, dann wollen wir die Dame mal zählen lassen. Aber davor brauchen wir noch ihre Abendgarderobe. Na, wir geben ja ein paar hübsche Vampire ab. Ob sich wohl jemand von unserer Verkleidung täuschen lässt? Wir müssen es drauf ankommen lassen. Aus diesem Trakt führt kein anderer Weg hinaus. Ich hoffe, wir können das schnell hinter uns bringen. Dieser komische Hosenanzug trägt an den Hüften ziemlich auf. Naja, wenn du sonst keine anderen Probleme hast. Auf, meine Herrschaften! Der Herzog möchte euch vollzählig im Festsaal versammelt wissen, wenn der große Moment gekommen ist. Ah, Gräfin von Karnstein. Ihr seht ja heute wirklich aus wie das blühende Leben. Der Herzog wünscht, dass ihr und eure Begleiter sich im Festsaal einfinden. Er will dem Herrn Maltur einen möglichst finsteren Empfang bereiten. Es sollte euch also nicht schwerfallen, alle Anwesenden zu überstrahlen. Der Zugang zur großen Halle wird von den Skelettkriegern bewacht, die wir gesehen haben. Aber an sich haben wir keine Zeit für Feierlichkeiten, von dem potenziellen Risiko einer Entdeckung ganz zu schweigen. Andererseits stellt die Halle den kürzesten Zugang zu meinen Laboratorien und früheren Gemächern dar. Wir gehen erst einmal kurz hier rein. War das der Baum? Ja, denn da war noch ein Trüchen, das will ich haben. Muntermacher! Was ist denn das für ein Zeug? Das war früher ein recht populäres Aufputschmittel bei älteren Damen. Seit bekannt wurde, wie stark die Wirkung ist, hat sich der Preis dafür vervielfacht. Heute benutzen es eigentlich nur noch erfolgreiche Abenteurer. Mal doof gefragt, was macht das Ding eigentlich nochmal? Ich habe keine Ahnung. Muntermacher. Weckt bewusstlose Gefährten und halt 200 LP. Boah, wenn ich davon mehr hätte... würde ich mir bei Kämpfen nicht mehr ganz so viele Sorgen machen. Aber naja,
Okay, dann gehen wir mal. Denn jetzt gibt's für uns einiges zu tun. Die Bilder haben wir ja alle gelesen, hoffe ich. Hoffe ich. Irgendwie hat das Bild was Trauriges an sich. Das ist ein Klassiker. Der Vampir, gemalt von einem mantonischen Mönch. Mönch? Die Tafel wurde unleserlich gemacht. Was da wohl drauf gestanden hat? Das kann ich euch sagen. Das Wappen unserer Familie war darauf abgebildet und darunter stand... Die Falkenburg, errichtet zum Schutz und zum Wohle seiner Durchlaucht Falk von Dengelbrack, sowie seiner Untertanen, zu Amtszeiten seiner kaiserlichen Hoheit Kuno des... Ich fasse es nicht, ich habe tatsächlich vergessen, welcher Kuno das war. Ach, was ist mir aus meinem schönen Schloss geworden? Keine Sorge, Dankwart. Wir werden eure Burg hier und heute zurückerobern. Ah, da sind die Skelette. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Buh, das ist aber ein unangenehmer Zeitgenosse. Pfui, solche Bilder zierten während meiner Regentschaft noch nicht die Wände. Halt, Grandy. Hier können wir nicht weiter. Die Wächter dort hinten sind Vampire. Na und, wir sind doch getarnt. Diese Kreaturen wittern unser warmes Blut auf wenige Meter Entfernung. Die fallen nicht auf unseren Mummenschatz herein. In Ordnung, dann müssen wir eben einen anderen Weg finden. Soll das Warnfried sein? Ich glaube eher, es ist eines seiner zahlreichen Vorbilder. Oh, den Speicherstand, den lassen wir auf jeden Fall mal hier stehen. Warnfried. Bäh! Der Widerling hat sich in Öl pinseln lassen. Verschandelt die Wände meines schönen Schlosses mit seinen kitschigen Gemälden. Also ich finde das Bild an sich ganz hübsch. Naja, es bedarf zum Glück keines großen, besonderen Kunstgeschmacks, um ein Held zu sein. Das war jetzt ein schönes Brett eigentlich. Geht's da raus? Nö. Gut, wie gesagt, den Speicherstand lassen wir da erstmal, weil das ist ein einmaliger, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Oh, mein Handy hat gerade vibriert. Egal. Da kann ich auch später noch... Meine Fresse, es ist 2:30 in der Nacht. Wer schreibt mir denn jetzt noch? Unfassbar sowas. Was haben wir hier? Düster und melancholisch. Das ist eine der vielen romantisch verklärten Darstellungen des dunklen Gottes. Ah. Was habt ihr hier zu suchen? Wir sind hier zu Besuch und schauen uns das Schloss an. In Ordnung. Aber nagt mir nicht die Gefangenen an. Gandamel, mein treuer Hofmagier, ihr lebt? Herr Dankwart. Oh je, Mini. Mir wurde bereits berichtet, dass ihr tot seid, aber dass ihr nun auch zu diesen Blutsaugern gehört. Wie bitte? Ach so, die Verkleidung. Ja, das ist unsere Tarnung. Wir sind hier, um Warnfried zur Strecke zu bringen. Wirklich? Oh, Herr Dankwart, in all den Jahren hatte ich bereits alle Hoffnung fahren lassen, diese Zelle noch einmal verlassen zu dürfen. Nach Feierabend durch die Straßen Falkenburgs zu ziehen und ein frisches Bierchen zu genießen und mit den Mädels von der Bar zu shakern. Ja, Gandamel, aber so weit sind wir noch nicht. Weißt du vielleicht irgendetwas über dieses Schloss, das uns helfen könnte? Tut mir aufrichtig leid, Herr Dankwart, aber ich habe seit 20 Jahren nichts anderes gesehen als diese Gitterstäbe. Seit 20 Jahren sitze ich hier, ohne ein einziges Mal die sanfte Stimme einer Frau vernommen zu haben. Ihr Atem an meiner Wange, ihre Lippen... Ist schon gut, Gandamel, beruhig dich. Wenn wir das hier erledigt haben, holen wir dich heraus. Versprochen. Bis dahin, verhalte dich unauffällig. Jawohl, Herr Dankwart. ja gut, eine ganz eindeutige Anspielung auf Gandalf, aber seine Geilheit auf Frauen? Naja gut, nach 20 Jahren irgendwie verständlich. Aska, was machst du denn hier? Wir haben dich doch platt gehauen. Ihr habt mir vielleicht ein bisschen wehgetan, aber getötet? Dazu bedarf es ein wenig mehr als ein paar rostiger Schwerter. Denn ich bin der mächtigste Vampir der Welt. Nein, des gesamten Universums. Warum sitzt du dann hier in dieser Zelle? Ah, das war der doofe Warnfried, der zweitmächtigste Vampir der Welt. Der ist halt neidisch, weil er nicht so viel drauf hat wie ich. Aber eines Tages, wenn ich hier raus bin, dann werde ich die Welt unterwerfen.
Ich werde in Blut baden. Alles klar. Wir sehen uns dann. Ja, ich freue mich schon drauf. Oh. Also, kleiner Hinweis, das wird eh keiner wissen, der nicht die Demo von Unterwegs in Düsterburg gespielt hat, die 2000? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ein Jahr, bevor das Spiel selbst rauskam, gab es eine Demo. Und da sah Wahnfried noch so aus. Reden wir mal mit ihm. Endlich schaut mal jemand nach mir. Ich habe schon befürchtet, ich müsste hier noch an Altersschwäche sterben. Was wollt ihr von mir, o Herren des Roten Todes? Wünscht ihr eine Kostprobe meiner Kunst zu genießen? Oder seid ihr gekommen, um mich endlich in euren Kreis aufzunehmen? Zeigt mal, was ihr könnt. Wie schmeichelhaft. Ich hoffe, ich bin noch nicht völlig eingerostet. Hört ihr sie? Die Kinder der Nacht. Welch bezaubernde Musik sie spielen. Und? Wie war ich? War das alles? Wollt ihr noch mehr sehen? Danke, wir sind schwer beeindruckt. Aber auch in Eile. Ein andermal vielleicht. Ich finde es lustig. Weil er es als Charakter Wahnfried halt nicht in die Vollversion geschafft hat, fragt er jetzt, ob wir ihn endlich in unsere Kreise aufnehmen können. Ist das auch eine Vampirdame? Kann ich euch nicht sagen, Grandy. Ich habe das Bild nie zuvor gesehen. Ha, unter dem Bild ist eine goldene Plakette. Gestiftet von Baronin Alain Freynia von Shannar. Auch das ist ein Easter Egg an das andere Vampirspiel Vampire's Done, aus dem auch Asghar kommt. Alain ist sozusagen die Freundin von Asghar, ursprünglich mal im ersten Spiel. Im zweiten sieht es dann ein bisschen anders aus, aber gut, das tut ja jetzt nichts zur Sache. Guck mal hier weiter. Das sieht ja widerlich aus. Das ist eine der unzähligen Kreaturen, die dem dunklen Gott zu Diensten sind. Vielleicht sind es auch mehrere davon, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ach ja. Oh, ein Speicherplatz. Meister! Übertreib's nicht, mein Junge. Masse reicht völlig aus. Macht ja eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Meister! Ich wollte schon immer mal einen persönlichen Sklaven haben. Danke. Weitermachen. Uah, bitte nicht jetzt, meine lieben Freunde. Wartet den erhebenden Augenblick ab. Wie mein? Die Geburt eines neuen Lebens. Es ist so ein berührender Moment. Ich heule mir jedes Mal die Kutte blutig. Es ist so schön, wenn man in seinem Leben seine Bestimmung gefunden hat. Papa! Ach, tut mir leid, mein Junge, aber liegt ein Irrtum vor. Ist es nicht herzergreifend? Das erste Wesen, das der kleine Schimmelscheißer in seinem Leben sieht, hält er für seinen Vater. Meine Fresse, ist das anstrengend so zu lesen. Jetzt aber schnell weg, bevor der Schimmelscheißer mir hinterherflitzt. Okay, den Speicherpunkt benutzen wir jetzt mal. Oh, der ist sogar fest. Naja, komm. Ein bisschen geht noch. Okay, das merke ich mir. Da hinten liegt noch ein kompletter Speicherpunkt. Auf jeden Fall merken. Aber da, zwei Sachen gibt es auf jeden Fall noch zu tun. Also es gibt noch mehr zu tun, aber
zwei Sachen, die jetzt für diese Folge noch anstehen. Ja, vielleicht wird es auch nur eine. Ein typisches Schauerromantikmotiv, die weiße Dame inmitten einer düsteren Kulisse. Interessant, aber die Dame ist nur sehr schlecht zu erkennen. Ach, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie ein Geist ist. Unerträglich. Immer diese romantisch in Szene gesetzten Vampire mit ihren eleganten schwarzen Mänteln. Wir sollten unsere Verkleidung nochmal überdenken. Verglichen mit diesem Finsterling sehen wir viel zu harmlos aus. Wow! Mädels, versteckt euch! Vampire! Was ist denn hier los? Kann man denn nirgends mal ein bisschen Spaß haben, ohne dass sich gleich wieder so ein Langzahn um die Ecke lugt? Wir sind Gäste des Herzogs. Na und, Süßer? Glaubst du, du genießt deswegen bei uns irgendwelche Sonderrechte? Nimm's nicht persönlich, aber du hast mir zu viel Fleisch auf den Rippen, auch wenn's lecker angeschimmelt ist. Also schwing die Hufe und vergiss deine Lieben nicht. Moment, wir haben da was. Das kann ich mir denken, was du da warst. Dass du da was hast. Aber wir brauchen dein Ding nicht. Wir haben andere Methoden entwickelt. Hey, du verstehst mich völlig falsch. Wir haben hier eine frisch geölte Bullenpeitsche. Genau das Richtige für Kaffeeklatsch ohne Ende. Eine Bullenpeitsche? Das wäre tatsächlich mal was Neues. Ist die umsonst? Naja, nicht ganz. War ja klar. Ihr Blutsauger seid doch alle gleich. Saugt einem das Mark aus den Knochen, selbst wenn es schon längst vertrocknet ist. Aber täusch dich mal nicht. Wir haben nicht viel zu bieten, außer ein bisschen Sold. Naja, vielleicht noch diesen komischen Prügel, den wir diesem Lustmolch von Zauberkünstler abgeknüpft haben. Ah, was für ein Prügel? Da sitzt ein Magier im Kerker. Dem haben wir seinen Stab abgenommen. Anfangs hatten wir noch viel Spaß damit. Aber das Teil ist echt zu heftig. Es gab jede Menge Knochenbrüche. Her damit! Feuerprügel abgestaubt. Jawohl. Und jetzt macht die Fledermaus. Wir müssen das Ding unbedingt sofort ausprobieren. Da horchen wir doch nochmal an der Tür. Ich lasse die besser mal in Frieden spielen. Ja. Ja gut, auch im untoten Leben bedarf man gewisser Dinge. Naja, egal. Netter Zeitgenosse. Das ist, glaube ich, Kostak, der Grausame. Der Grausame? Ein berüchtigter Blutsauger. Kostak, der Grausame? Das schaut er mich so entgeistert an. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Ja, übrigens, die Bullenpeitsche, falls sich manche von euch noch erinnern, die war aus dem quiekenden Keiler. Das war eines der Mitbringsel, was der Händler dabei hatte, der von dem Monster von den schreienden Ahnen zerfetzt wurde. Deswegen habe ich den mitgenommen. Also die Peitsche mitgenommen, weil jetzt haben wir, der ist zwar 10 Punkte schwächer, aber der macht viel mehr Schaden als der Kampfstab der Nacht, weil der scheiß Kampfstab der Nacht macht halt bei den ganzen Monstern hier fast keinen Schaden. Also gar keinen Schaden, wenn man es genau nimmt. Oh, Vampire, gut. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Da gibt's auch nichts. Gut, gehen wir wieder. Einen einzigen Raum suche ich noch. Ah, verdammte Axt. Links rum? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Soll das Warnfried sein? Ich glaube eher, es ist eines seiner zahlreichen Vorbilder. Anderes Bild, selber Text. Egal. Ah, abgeschlossen. Schloss knacken? Yo. Keine Chance. Die scheint von innen verriegelt zu sein. Ach ja, das ist die Tür. Ja, scheiße, dann bin ich ja falsch gelaufen. Verdammte Axt, wo muss ich denn dann hin? Ach so, ja genau. 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 Genau, 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 genau. Wo geht's da hin? Ist das da, wo ich hin will? Ja. Ja, das sind Vampire. Wir können da nicht durch. Ich weiß.
Meine Güte. Die zündeln hier, obwohl es weder Fenster noch Rauchabzug gibt. Mir aus den Schatten, du Schimmelkäse. Was habt ihr hier zu suchen, ihr Leichenfledderer? Sei froh, dass ich Fleisch nur frisch und saftig mag. Vergiss es. Das ist bester Tokaja. Kein Blut. Was habt ihr hier zu suchen? Wir sehen uns nur ein wenig im Schloss um, machen alle Türen auf und so. Das solltet ihr besser sein lassen. Ich bin Knurrgarn, Hauptmann der Wolfsgarde. Unser Dienstplan für heute sieht vor, ein Verhalten wie das eure zu unterbinden. Also wenn ihr nicht auf kleiner Flamme geröstet werden wollt. Schon kapiert, das wird nicht wieder vorkommen. Hat er nichts mehr zu sagen? Das lasse ich mal lieber. Okay, ja gut. Dann, würde ich doch mal behaupten... Was haben wir denn? Oh, schon wieder arg viel. Ja gut, dann... Hä? Ja, wieso eigentlich? Wieso geht das jetzt nicht? Na, egal. Gut, dann laufen wir jetzt den ganzen lieben langen Weg zurück. Ach ja, ich weiß genau, warum es nicht geht. Schisselvanissel. Wir hätten vorher nach oben gehen müssen und ein kleines Gespräch führen müssen. Gut, machen wir das und begeben uns auf den Weg zurück. So, denn die Festhalle liegt genau vor uns. Ja, hier sind alle unterwegs, mit denen wir schon gesprochen haben. Bis auf... Du da. Hui, buh! Hui, buh! Hä? Huibu! Huibu! Ach, von diesem Gespenst hat mir meine Mutter immer erzählt, als ich noch klein war. Ich fürchte, das sind die einzigen Worte, die es beherrscht. Huibu. Was bist du denn für einer? Ich bin Igor, die rechte Hand des Herzogs. Die rechte und die linke Hand, um genau zu sein. Warum sollte der Herzog einen Menschen in seinen Dienst stellen, wenn er doch seine ganzen Untoten hat, auf die er sich wenigstens verlassen kann? Er ist auf mich angewiesen, weil ich der Einzige bin, der die Werkzeuge benutzen kann, um die Maschinen des alten Herzogs zu warten. Ach so, du bist eine Art technisches Wunderkind oder so. Quatsch! Ich habe von dem ganzen Firlefanz keine Ahnung. Der Herzog sagt mir immer ganz genau, was ich zu tun habe. Hä, ich verstehe immer weniger, wozu braucht er dich dann? Es sind die Werkzeuge. Die ganzen Werkzeuge, die der alte Dengelbrack hier gelagert hat, sind von einem Priester geweiht worden. Der Herzog kann sie nicht berühren. Stimmt ja, das ist eine alte Tradition in der Familie Dengelbrack. Schönes Fest dann noch. So, jetzt. Bis hierhin und nicht weiter. Dieser Weg führt zu den Gemächern des Herzogs und darf von Besuchern nicht betreten werden. Wir müssen aber da hoch. Ich gehorche nur den Befehlen Hauptmann Knurrgarns oder den direkten Weisungen des Herzogs. Wo finde ich den Hauptmann? Wahrscheinlich in den Quartieren der Wolfsgarde, ein Stockwerk weiter oben. Dann werde ich dem Hauptmann eben mal einen Besuch abstatten. Jo, dann flitzen wir jetzt mal in Richtung Knurrgarn. Ich hätte erst nach oben gehen müssen und mit dem reden müssen. Naja, gut. Haben wir mal wieder ein bisschen mehr Laufzeit. Egal. Aber was Hauptmann Knurrgarn mit der ganzen Sache zu tun hat, das seht ihr wann? Natürlich in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt hier nochmal und dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Und ja, es hat mich gefreut, wenn ihr wieder zugeschaltet habt und mitgeguckt habt. Und wenn ihr das beim nächsten Mal auch wieder tut, würde es mich noch sehr viel mehr freuen. Ja, und dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer, wann ihr auch gerade immer eingeschaltet habt. Adieu!